Hallo, ich heiße Anastasia und ich möchte meine Geschichte erzählen, die mir passiert ist nach dem schamanischen Seminar mit Ayla und Lilith. Das ist eine Geschichte über meine Autos. Ich habe seitdem, das sind 3 Monate vergangen, und ich habe 2 Autos gewechselt. Das erste Mal dachte ich mir, das ist eher ein Glück als ein Glück gewesen. Denn ich bin in der Innenstadt gefahren und ein Mann ist mir reingefahren in mein Auto. Ich war sehr, sehr mitgenommen von dieser Situation. Ich war sehr traurig, ich müsste mein Auto zur Reparatur bringen. Und der Gutachter hat gesagt, dass es sich nicht lohnt, es zu reparieren, weil es ein werkstattlicher Totalschaden ist. Das bedeutet, die Versicherung müsste mir eine Summe auszahlen und ich müsste mir ein anderes Fahrzeug kaufen. Was ich dann aber glücklicherweise erfahren habe, dass die Versicherung mir 1000 Euro mehr gezahlt hat, als ich für das Auto gezahlt hatte. Das bedeutet, ich hatte die Chance, ein besseres, ein neues Auto zu bekommen. Was ich auch getan habe, ich war so glücklich, dass ich dieses Auto gefunden habe. Ich habe das dann einen Monat gefahren, 1,5 Monate. Und dann passierte wieder scheinbar ein Unglück, als mir mein Nachbar in dieses Auto reingefahren ist beim Parken. Ist eben der Fuß abgerutscht auf das Gaspedal und er ist mit voller Wucht in mein Auto reingefahren. Ich war wieder erstmal sehr, sehr mitgenommen von der Situation. Als ich dann das Auto wieder in die Werkstatt gebracht hatte, war das wieder ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aber die Versicherungssumme, die mir ausgezahlt wurde, war jetzt 700 Euro mehr, als ich für das Auto bezahlt habe. Und jetzt konnte ich wieder ein neues Auto kaufen, was besser und neuer war als das davor. Und klar, man könnte das als Unglück sehen, aber das, was daraus resultiert ist natürlich Glück. Denn ich habe jetzt ein schönes neues Auto.